Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Über eine halbe Million Fälle von Unfallflucht gibt es in Deutschland jedes Jahr. Die Fahndung nach dem Verursacher gehört zu den Aufgaben der Kriminalpolizei. Aus diesem Grund sind auch Norbert Meinert und Linus Haie unterwegs zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden. Die Kollegen der Streife sind bereits am Einsatzort und nehmen den Sachverhalt auf. Egon für 3212, wir sind jetzt vor Ort. Als wir am Einsatzort angekommen sind, handelte es sich augenscheinlich um einen Verkehrsunfall. Eine verletzte Person lag vor dem Rettungswagen, der zum Glück schon eingetroffen war. Das Unfallverursacherfahrzeug war nicht vor Ort. Es waren lediglich Bremsspuren und einige Lackabriebspuren an einem Poller. Mahlzeit. Hallo. Was gibt's? Ein Anwohner hatte uns gerufen. Ja. Frau von dem Unfallopfer. Ja, was ist los? Normalerweise, lass erst mal einen Kollegen gucken. Ein Anwohner kam, hat uns angerufen, hatte gesagt, er hätte es nur scheppern gehört, ist rausgelaufen, hat geguckt. Sie sind unglaublich. Lass ihn bitte ein bisschen ruhiger. Aber Bescheid wissen. Moment. Wir kümmern uns gleich drum. Das ist ja unglaublich. Die Sanitäter, sehe ich gerade, die sind da vor Ort, die können das besser als wir. Wir müssen jetzt erstmal. Aber Sie können doch meinen Mann nicht einfach da liegen lassen. Nein, wir lassen ihn nicht liegen, wir kümmern uns sofort drum. Ich verspreche es Ihnen. Die Frau Westermann, also die Frau des Opfers, war auch vor Ort. Das kann man natürlich verstehen. Sie war völlig aufgeregt, durcheinander. Teilweise hysterisch. Aus unserer Sicht ist das natürlich jetzt nicht so förderlich, weil sie sich ständig in unsere Arbeit hat einmischen wollen. Aber ich denke, das ist durchaus verständlich, nach dem, was sie da vorgefunden hat. Okay. Der Wagen müsste wahrscheinlich ins Schlingern geraten sein. Ja. Da vorne ist noch eine Macke, hier sind die Bremsspuren. Ja. Wo lag er denn? Zeugen kann ich ihn jetzt wirklich nicht benennen. Der Anwohner hat selber nichts gesehen. Ich hab den dann, wir haben den dann nach Hause geschickt. Das Unfallopfer war offenbar als Fußgänger unterwegs und wurde von dem flüchtigen Fahrzeug erfasst. Zwar kommt der Verletzte langsam zu sich, kann aber noch keine Angaben zum Sachverhalt machen. Robert? Ja? Ich sag mal, da vorne in allerbester Sicht Zeugen. Ja. Im Stand. Okay. Ich denke, da gehen wir mal kurz hin, oder? Gut. Und hier? Ist die Spur vom Auto? So ins Schlingern geraten sein und dann direkt hier vorgetitscht sein. Und dann ist er abgehauen. Höchstwahrscheinlich. Der Anwohner selber hat nur gesagt, dass er es halt nur scheppern gehört hat. Ist besorgt rausgegangen und hat. Ja, von alleine ist er nicht umgekippt. Ne? Nee. Bis der Geschädigte ansprechbar ist, suchen die Kripo-Kommissare nach Zeugen des Unfalls. Sie hoffen, dass die Verkäuferin des Blumenstandes mehr beobachten konnte als der Anwohner, der die Polizei verständigt hat. Da vorne ist ja gerade ein schwerer Unfall passiert. Es ist ein Mann angefahren worden und der Fahrer ist dann wohl abgehauen. Haben Sie da vielleicht was beobachten oder gehört? Ich habe nichts Besonderes gesehen, aber das war ein weißes Auto, ganz schnell gefahren. Zweites Anfahrt nach rechts gefahren. Darunter, genau. Und dann darunter. Da auf den Hof? Ja, genau. Da ist er reingefahren? Ja. Können Sie was den Fahrer beschreiben? Das ist ein bisschen schwer. Ich denke, das war ein Mann mit Glatze und irgendwie rosa eine Farbe, Hemd angezogen. So rosa wie Sie? Kann ich mit Ihnen zur Gebäudereinigung? Wieso zur Gebäudereinigung? Mein Mann sagt, wir müssen zur Gebäudereinigung. Okay. Mein Sohn ist vielleicht da. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, alles klar. Die Ehefrau des Opfers hatte den gemeinsamen Sohn bereits verständigt. Der habe herkommen, jedoch vorher noch etwas erledigen wollen. Der Verletzte ist sich sicher, dass diese Erledigung etwas mit einer Gebäudereinigungsfirma zu tun hat. Sie haben eben einen Namen erwähnt, wo wir da jetzt hinfahren sollen. Ja, Johannes, unser Sohn. Ihr Sohn? Ja. Okay. Können Sie denn ein bisschen sagen, was hier passiert ist? Schatz. Johannes, Was ist mit Johannes? Was hat Johannes denn damit zu tun? Zur Gebäudereinigung. Aber Johannes hat doch nichts damit zu tun. Er ist Kfz-Mechaniker. Das ist Ihr Sohn? Ja, unser Sohn. Ja. Waren Sie mit Johannes unterwegs gerade? Ich habe ihn benachrichtigt. Ja, ich habe ihn angerufen. Okay. Und er wollte sofort kommen und nur kurz was erledigen. Das verletzte Unfallopfer hat auf der Bahre vor dem Rettungswagen liegend immer wieder was von einer Reinigungsfirma erzählt, den Namen Johannes erwähnt. Es waren aber keine zusammenhängenden Sätze, sodass wir uns da erstmal keinen Reim drauf machen konnten. Es ergab sich dann aber ja durch die Aussagen der Blumenverkäuferin, die sagte, das Fahrzeug wäre in eine Hofeinfahrt gefahren, dass zufällig dort eine Reinigungsfirma ansässig ist und so schloss sich dann der Kreis. Wir fahren mal rüber zu dieser Gebäudereinigung, hast du ja eben mitbekommen. Das wäre nett. Super, danke. Bis gleich. Weitere Angaben kann das Opfer nicht machen und wird ins Krankenhaus gebracht. Deshalb rätseln die Beamten noch immer, welcher Zusammenhang zwischen dem Verletzten, seinem Sohn, dem Unfallfahrer und der Reinigungsfirma bestehen könnte. Was steht da dran? Da steht Gebäudereinigung. Hier sind wir richtig. Da siehst du, guck. Oh, Mensch. Okay.
weißes Auto, das wäre ja jetzt Zufall, ne? Das wäre Zufall, aber... Ja, dann kommt mal mit. Da wir in diesem Fall einen Unfallflüchtigen gesucht haben, eine möglicherweise auch schwer verletzte Person haben, sind wir natürlich Gefahr im Verzuge nach den Zeugenaussagen auf diesen Hof gegangen. Es war auch noch kein Betreiber, Angestellter, irgendjemand zu sehen, sodass wir dann direkt auf das Fahrzeug kamen. Müsste wenn ja dann wahrscheinlich vorne. Oh, hier, guck. Och, hier, guck, was ist das? Ja. Also lange steht er hier auch noch nicht, ganz im Gegenteil. Zum Glück hatten wir unsere Kollegen von der Schutzpolizei dabei. Als wir nämlich mit den beiden Kollegen zusammen das Auto inspiziert haben, bekamen wir plötzlich mit, dass auf dem Dach des Gebäudes zwei männliche Personen, einer davon mit Glatze und rosa Hemd, sich wild am Rangeln waren und offensichtlich böse im Streit geraten waren. Hey! Hallo? Mann. Für die Kommissare ist sofort klar. Bei den beiden Gegnern handelt es sich um den vermeintlichen Unfallfahrer und um den Sohn seines Opfers. Hey, hey, runter! Komm, da. Runter! Da. Hallo? Ich bin schon oder was? Was ist jetzt? Stehen hey, aber tickst du doch ganz sauber! Was hier los? Was haben wir zu tun? Wer sind was? Sie? Was hier im Frieden? Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Okay. Wer ist das? Also die Situation auf dem Dach war für uns natürlich erstmal relativ schlecht zu durchschauen. Der Herr Friebel, dieser Besitzer dieser Gebäudefirma, stellte sich die ganze Zeit dar, als sei er unschuldig, wüsste überhaupt gar nicht, wie ihm geschieht. Der Johannes schließlich bombardierte ihn mit Vorwürfen, er habe seinen Vater überfahren. Wem man dann in der Situation bei der Hektik da oben gleich Glauben schenken soll, ich glaube, das kann man gar nicht. Das wird sich dann oder stellte sich dann im Weiteren erst heraus. Ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung. Aber was machen Sie auf dem Dach? Ja. Was auf was angesprochen? Zu was für unwürdigen Bedingungen? Die Mutter ist den Polizisten aus Sorge um ihren Sohn zum Einsatzort gefolgt. Im Durcheinander versucht der Verdächtige zu fliehen und kann gerade noch aufgehalten werden. Gegenüber den Beamten rechtfertigt der Sohn seinen Angriff auf den Mann. Wer hat den Vater angefahren? Dieses Dreckschwein da vorne. Wie kommen Sie darauf? Ich habe mit meinem Vater noch telefoniert. 10 Minuten bevor das passierte, bevor meine Mutter mich angerufen hatte. Ja, was ist da passiert? Was hat er gesagt? Hat mir gesagt, dass er erfahren hat, dass er irgendwelche Schwarzarbeiter hier beschäftigt. Ja. Ja, und als er ihn dann darauf zur Rede stellen wollte, gedroht hatte, mehr oder weniger zur Polizei zu gehen, das zu veröffentlichen, ja. Hat er ihm noch gedroht, dass er ihn fertig machen würde, sollte das der Fall sein. Ja. Wann war das? 10, 15 Minuten, ich weiß, keine Ahnung. 20. Und dann hast du nichts Besseres zu tun, als den Kerl zu stellen. Du musst doch was unternehmen. Zu prügeln oder was? Der Verdächtige streitet alle Vorwürfe ab. Doch vom Sohn des Unfallopfers erfahren die Kommissare, dass sein Vater sich ehrenamtlich um Hartz-IV-Empfänger kümmert. Und die hätten ihm versichert, der Beschuldigte beschäftigt in seiner Gebäudereinigungsfirma Schwarzarbeiter zu illegalen Konditionen. Da schreit er. Kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Lass uns mal runtergehen. Was ist los? Wir sind von der Polizei, wir kommen gleich. Das sind die Schwarzarbeiter. Die Hilfeschreie kamen aus einem vergitterten Fenster heraus und da schrien wohl ein, zwei Frauen und haben gesagt, Hilfe, Hilfe, wir sind hier eingesperrt, bitte helfen Sie uns. Und wir haben dann gesagt, ja, wir sind von der Polizei, wir kommen gleich und helfen Ihnen. Da? Ja. Okay, komm mal. Die Beamten müssen sich beeilen, die eingesperrten Personen zu befreien. Denn außer den beiden Frauen, die um Hilfe gerufen haben, soll eine dritte Anwesende kollabiert sein. Ist die Tür zu? Ja. Was ist hier los? Sie ist ohnmächtig geworden. Wir sind hier eingesperrt. Wer hat sie denn eingesperrt? Hallo? Hallo? Das war unser Chef. Können Sie mich verstehen? Ja. Der Herr Friebel. Egon für 3212. Der Herr Friebel hat uns hier eingesperrt. Er ist unser Chef. Und warum hat er sie eingesperrt? Wir brauchen mal ein RTW für eine weitere Person. Ist ohnmächtig geworden. Dass die Polizei hier rumschwirrt und diese Schwarzarbeiter. Er hat uns hier eingesperrt und hat uns gedroht, uns zu verhauen, zu verprügeln. Das hat er nicht schon zum ersten Mal gemacht. Was ist los? Was wollen Sie? Das ist genau das, was mein Papa gesagt hat. Unglaublich. Das sind die Schwarzarbeiter. Unglaublich. Ja, hast du Papa recht? Ja, okay. Natürlich. Naheliegend ist natürlich, wenn man die Geschichte von Anfang an betrachtet, dass Herr Friebel sehr wohl damit hat rechnen müssen, dass wir auf sein Fahrzeug und damit auf ihn und seinen Betrieb aufmerksam werden. Da wird er sicherlich versucht haben, durch das Wegsperren seiner illegal Beschäftigten hier eine Tat zu vertuschen. Ich glaube, wir gehen mal mit den ganzen Beteiligten nach draußen, oder? Genau.
Können Sie gehen? Ist das in Ordnung? Wir haben für Sie einen Rettungswagen bestellt, der untersucht Sie gleich mal kurz. Wenn Sie gehen können, wir stützen Sie oder Ihre Kollegin stützt Sie, ja, dass wir nach unten eben gehen, wenn der Arzt kommt. Ja. Dann lassen Sie uns mal gehen, bitte. Sonst können die Sanitäter auch kommen zur Not. Die Putzfrauen bestätigen die Vorwürfe gegen den Firmenchef. Alle arbeiten schwarz, jeden Tag mehr als 10 Stunden für 5 Euro die Stunde. Doch da sie sich mit dem illegalen Job selbst schuldig gemacht haben, wollte keine den Inhaber anzeigen. Sei friedlich jetzt? Jetzt ja. Das geht. Gut, dann fahren wir zur Wache. Sie sind festgenommen, ne? Das wissen Sie, warum auch. Ja, Sie brauchen auch nichts, dann können Sie auch einen Anwalt zu Rate ziehen, aber Sie sind festgenommen, wir werden Sie jetzt zur Wache bringen, erkennungsdienstlich behandeln. Sie werden die Möglichkeit haben, da was zur Sache zu sagen, wenn Sie es nicht wollen, dann nicht. Die Strafe, die der Herr Friebel zu erwarten hat, die wird sich natürlich nur aus mehreren Delikten zusammensetzen, angefangen von Verkehrsunfallflucht, dann Körperverletzung, möglicherweise gefährliche Körperverletzung, die Geschichte mit der Schwarzarbeit. Also da kommt natürlich ein ganz schönes Päckchen zusammen, was er sich da selber geschnürt hat. Und ich denke, da wird ein Richter dann auch die entsprechende Antwort für ihn finden. Sie beide? So. Er bekommt seine Quittung schon. Komm mit uns mit, wir fahren zur Wache, Sie werden auch vernommen. Ja? Aber wir werden jetzt Handschellen brauchen wir nicht. Oder? Nein, nein. Sie werden, Sie werden festgenommen, von uns hören? Es werden Personalien aufgenommen, alles weitere. Die Steuerfahndung, der Zoll wird sich bei Ihnen melden. Ja. Und dann sehen wir weiter. Auch die Putzfrauen müssen mit einer Anzeige rechnen, denn alle beziehen Hartz IV und haben weder Job noch Einkommen bei den Behörden angegeben und somit weiter Leistungen bezogen, die ihnen nicht zustehen. So, ich würde jetzt gerne noch mal von Ihnen hören, was ist hier überhaupt alles Trumpf? Ich auch. Warum die Geschichte auf dem Dach? Wie hängt das mit dem Unfall zusammen? Genau. Ja. Erzählen Sie mal, was ist hier los? Den kompletten Reim kann ich mir daraus auch nicht machen. Ich habe einen Anruf von meinem Papa bekommen, beziehungsweise ich habe ihn angerufen, wie wir es eigentlich öfters machen. Ja. Wir einen relativ guten Draht zu ihm haben. Und er hat mir halt heute erzählt, ich hatte ihn in der Pause angerufen, dass er halt hier war, diesen Herrn Friebe zur Rede stellen wollte. Ich habe ihn quasi kurz nach dem Gespräch erwischt und er sagte, dass er halt hier war und ihn zur Rede stellen wollte, weil er mitbekommen hatte, dass hier Schwarzarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und wollte ihn wirklich zur Rede stellen, wo der Herr Friebe ihn dann gedroht hätte, wenn er das öffentlich machen würde, dass er ihn dann fertig machen würde. Und genau das hat er mir halt erzählt. Ja. Und dann lag es ja wohl nah. Ein paar Minuten später rief meine Mutter an und hat halt gesagt, dass Papa angefahren worden ist und umgefahren worden ist. Keine Ahnung. Aber Sie haben nicht gesehen, wie der Herr Friebel... Natürlich habe ich es nicht gesehen. Ich habe es auch nur erfahren durch einen Anruf von meiner. Haben Sie da vorher schon mal drüber gesprochen oder war das jetzt das erste Mal, dass Sie davon erfahren haben, dass der Vater hier mit Ihnen ein Problem hat? Das war das erste Mal. Was die Herren Westermann, also der Johannes und sein Vater, da nun mit bezweckt haben, dass sie auf ihre Art und Weise quasi als Selbstjustiz gegen die Schwarzarbeit des Herrn Friebel vorgehen, das geht natürlich gar nicht. Der Johannes Westermann wird sich natürlich auch wegen Körperverletzungen zu verantworten haben. Oh, gut. Sie sind soweit fit, dass Sie mitfahren können. Ja, gut. Ja, klar. Sehr gut. Das ist hier von der Schlägerei eben, wa? Ja. Das machst du nicht mehr gut. Nie wieder. Versprochen. Hörst du mir? Ja, versprochen. Gut, dann steigen Sie wieder ein. Das Opfer des Autoanschlags will nach seiner Genesung den Firmenchef auf Schadenersatz verklagen.